Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute meinen Dunkeleisenzwerg wieder ein bisschen weiter leveln. Wir sind frisch auf Stufe 90 gekommen und wollen jetzt einmal nach Warlords of Draenor gehen. Und davor nehmen wir hier schlauerweise noch einmal Archäologie mit. Wir werden jetzt nicht großartig Archäologie machen, aber mich wurde gerade hier nochmal von den Viewern erinnert, dass wir ja Archäologie für Spitzen des Arax brauchen, denn ich will jetzt Schätze aufmachen in Draenor. Das bringt eigentlich am meisten Ruf, nee, nicht Ruf, sondern am meisten AP. Sprich, ja, sowohl die Schätze als auch die Bonus-Events und einige Schätze in Spitzen von Arak brauchen halt Archäologie. Das sollte man immer gucken, dass man das zumindest einmal mitgenommen hat. Dann fährt man nämlich hier wesentlich besser. Ich mache jetzt wieder den Skip über die Timeless Eis. Das hatte ich ja schon den ein oder anderen ja, Videos mal gezeigt, beziehungsweise nochmal ein extra Video auch dafür gemacht. Dennoch hier noch einmal mit drin, dann seht ihr es quasi, falls ihr das noch nicht kennt, wie das Ganze funktioniert. Das MOP-Portal kriegt ihr übrigens, ja, eigentlich schon, wenn ihr, ja, die Quest für MOP. Ach, scheiße, jetzt muss ich übers Eck fliegen, oder? Bin ich, ja, na, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Ding schneller bin oder ob ich einfach so, wenn ich so rüber geflogen wäre, wäre ich vielleicht sogar fast schneller gewesen. Egal. Das MOP-Portal bekommt ihr ja schon, wenn ihr die Quest in der Burg von Stormwind annimmt. Da müsst ihr gar nicht mit dem Luftschiff rüberfliegen, also nicht mit dem Ding hier, sondern das kriegt ihr direkt. Und dann müsst ihr zu den Timeless Eis. Da habt ihr, wie ihr gerade gesehen habt, den Flugpunkt von Haus aus schon. Das ist recht praktisch. Warte, ich. Ach, bist du jetzt auch. Ah, du bist 91. Abfliegen und Garni ist fertig, ready. Ja, ich muss meine Garni erst noch basteln, ne? Also man muss noch einen fixen Moment gedulden. Talent noch wählen, das ist eine gute Idee. Was wähle ich hier? Ich glaube, das war nicht schlecht, oder? Richturteil des Lichts haben wir hier. Was haben wir hier? Geweihter Boden und dann Aegis des Lichts haben wir hier noch. Ich glaube, mit dem anderen Paler hatte ich das hier, glaube ich. Halt die nächsten 25 erfolgreichen Eingriffe und ziehen. Ah, das war das mit dem Healen, ne? Das war, glaube ich, nicht so verkehrt. Effektbereich von Weihe um 15% verringert die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern. Ja gut, damit kannst du halt gut kiten, ne? Also wenn du das hast, slowt deine Weihe halt. Das ist eigentlich auch cool. So wie beim DK des Destiny Decay, ne? Was haben wir hier? Kennt ihr deine Aegis des Lichts, die euch und eure alle Verbündeten innerhalb von 10 Meter hinter euch 6 Sekunden lang beschützen und sämtlichen in Schaden um 2. Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Gut, das ist eher so ein Dev-CD, ne? Sogar für die Verbündeten, okay, das kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist halt eigentlich echt nicht schlecht. Dev-CD, ein Slow oder eine Heilung. Aber ich tendiere tatsächlich eher zur Heilung, muss ich sagen. Umso mehr Eigenheilung, umso besser, weil ich vertraue den Heilern immer nicht so ganz. Weil ich da in den letzten irgendwie schlechte Erfahrungen tatsächlich gemacht habe, ne? Mit Heilern, die dann auf einmal mal so gar nicht heilen, die haben dann keine Lust. Vorhin einen Priester gehabt, der irgendwie so meinte, ja, komm, egal, ich bin zwar der Heiler, aber ich caste hier meine Damage-Zauber durch. Und nein, es war kein Diszi, ich habe geguckt gehabt, ne? Es war kein Diszi. Ja, die nächste Invasion ist von morgen 6 Uhr bis 12 Uhr. Mittags, das wird wahrscheinlich schwierig. Ja, mal schauen, vielleicht wenn ich morgen ein bisschen früher aufstehe, ich habe noch Urlaub zum Glück, ne? Dann, ja, könnte man das doch mitnehmen. Die Invasion, muss man mal gucken, je nachdem. Man kann ja die Invasion, ich meine, ab 98 schon mitnehmen und heute werden wir sicher Richtung 100 kommen, deswegen, ja. Kommen wir morgen mal schauen, ob wir die mit eintüten können. So, wir machen jetzt den Skip einmal auf dem Timeless Isles. Nee, bis 6 bleibe ich nicht wach. Sagt er jetzt und hockt dann wahrscheinlich dann noch da. Nein, bis 6, also ich habe nicht vor, bis 6 wach zu bleiben. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau, wir machen jetzt auf Timeless Isles den kleinen Skip. Das will ich euch jetzt zeigen. Dann müssen wir einmal die Garnison, zumindest die 5 Quests oder 6 Quests sind, dass die einmal steht, dass wir uns den Trank kaufen können. Weil es gibt da nochmal einen kleinen EP-Trank, den wir da kriegen. Und was wir dann noch machen müssen, ist ja, dann die ganzen Bonus-Events und Bonus-Objectives auch sammeln. Das bringt halt, sollte jetzt noch schneller gehen, weil man, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, weniger EP braucht seit Patch 8.1. Also ich glaube 25% sind es noch im 90 bis 100 Bereich. Und, oder sind es sogar noch mehr? Ich müsste die Tabelle gucken, aber auf jeden Fall 25 aufwärts.
Und dann hast du ja nochmal die Sache, dass dieser Warmord bei der Allianz dir ja nochmal 30% bringt. Und das ist fein, ja, auf jeden Fall. Also da müssten wir jetzt relativ smooth durchkommen. Deswegen skippe ich auf jeden Fall das Pre-Event. Das bringt kaum EP. Das, weiß ich nicht, das dauert etwa eine, ja, halbe bis Stunde fast. Wahrscheinlich irgendwie so um die Dreiviertelstunde wird sich wahrscheinlich einpegeln, irgendwas. Und ja, was bringt das fast nix an EP? Also das ist eigentlich im Vergleich zu diesen Bonus-Objectives-Sachen eine Zeitverschwendung, ja. Deswegen schaue ich, dass ich es nicht mache. Alternativ könnte man natürlich sich direkt hinporten lassen, ne? Das wäre natürlich ganz klar das Schnellste. Aber dann braucht man halt irgendwie drei Leute, die einen da hinporten. Das, ja, weiß ich nicht. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass man da von irgendwelchen Leuten dann die Zeit verschwendet, sondern man kann halt einfach schön über den Skip sich das selber basteln. Das ist eigentlich am angenehmsten. Gut, du kommst halt, wenn, also gleich, wenn wir das mit den Stühlen machen, ne, du kommst halt im Spitzen von Ar nee, nicht im Spitzen von Ar in Gorgrond, so rum, kommst du raus, musst dann doch nochmal ein Stückchen fliegen. Ach, Kacke, jetzt habe ich die Ding nicht ge gemacht. Hier das schnelle Fliegen habe ich nicht gekauft, glaube ich. Man am besten im 20er levelt. Naja, Startgebiet musst du halt machen. Es gibt im Low-Level quasi in, ja, es gibt da auch einfach Mob-Farms quasi, ne? Also du kannst dann halt auch einfach Mobs klatschen. Vor allem mit Dot-Klassen kann das von Vorteil sein. Oh nein, nicht diese dummen Frösche. Ich hab die jetzt mal gedesorientiert. Ich darf jetzt nicht mehr hochstacken. Weil bei 10 Stacks bist du ein One-Shot. Das ist hier, das sind hier so Special-Frösche, ja. Die willst du eigentlich nicht, dass sie dich stacken. Jetzt muss ich den einmal stunnen. Shit, wenn die mich jetzt stacken. Aber mit Bubble ist es, glaube ich, auch nicht weg, ne? Ich glaube, die haben. Oh, Gott sei Dank ist mit Bubble weg. Wenn du auf 10 stackst, ne? Dann bist du automatisch tot, egal was ist. Du bist einfach tot. Auch mit einem 120er Dings-Char, das ist einfach so ein Insta-Dead quasi. Mein Gott, kann der jetzt mal resetten, der scheiß Frosch? Na, Gott sei Dank. Bubble vor der. Also, das war knapp. Das war eine knappe Nummer. Und jetzt sehe ich auch, dass der Delay auf Twitch echt wenig ist, ne? Also, das ist gut. Auf YouTube habe ich 5 Jahre Delay heute. Irgendwas spackt da. So, jetzt zeige ich euch den Skip. Hier auf den Stuhl setzen. Feuer drücken und dann seht ihr Ladebalken. Da kommen wir dann einmal nach Draenor. Und jetzt mounten wir auf. Jetzt muss ich mal gucken, was ich für eine Fluggeschwindigkeit habe. Doch, 400. Ich habe doch das schnelle Fliegen, ne? Aber nicht das ganz schnelle. Ich glaube, das ganz schnelle ist. Erst 310 ist, glaube ich, ne? Ich habe nur das 208. Ja, gut, aber das ist auch noch schnell genug. Es ist auch noch schnell genug. Ja, und jetzt müssen wir halt einmal rüberfliegen, ne? Einmal quasi zu Garni. Hier rüber. Das ist zwar ein bisschen eine Strecke. Aber, naja. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich quasi das Video erst anfange, wenn ich drüben bin und diesen Flugpart skip. Aber ich dachte mir, komm, du kannst es mal reinbasteln. Vielleicht ist ja einer dabei, der das hier noch nicht kennt und dann vielleicht einen kleinen Vorteil hat, ne? Weil der sich dann vielleicht mit jedem Char hier durch den Tannen-Dschungel durchquält. Muss ja auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, in den letzten Malen hatte ich, glaube ich, rausgelassen, das ganze Prozedere. Und ich muss NPC-Scan ausmachen, ne? Oder warte mal, kann ich's. Weil im Endeffekt die ganzen Rares sind egal, die sind irrelevant. Moment, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? NPC-Scan. Hier NPC-Scan-Overlay. Aber ich glaube, das andere ist unten, oder? Okay, ist doch hier oben. Kann ich den Dings-Sound irgendwo ausmachen? Ach, das ist es, okay. Erkennung. Alarm. Alle Meldungen. Ausgabe, Bildschirm aufleuchten, Sound aktivieren. Nein, den Sound möchte ich nicht aktivieren. Das möchte ich auch nicht aktivieren. Okay, jetzt müsste das eigentlich auch sein, oder? Schauen wir mal. Hast gut gemacht, wusste ich nicht. Ja, schau mal, da hat schon mal einer brauchen können. Na wunderbar. Du hast nämlich den Vorteil, wenn wir jetzt gleich drüben hingeflogen sind, ne, du kannst direkt mit dem Dude sprechen und er kannst die Quest beginnen. Unabhängig davon, ob du die Tannan-Dschungel, dieses Pre-Event gemacht hast, ne? Das funktioniert tatsächlich. Ja gut, okay, es ploppt immer noch auf, wir haben jetzt aber keinen Sound mehr. Ich glaube, dann müsste ich es ganz ausmachen, ne? Dann müsste ich den Haken rausnehmen, dass das tatsächlich geht.
Ah, vielleicht muss ich hier auch noch die Erkennung rausmachen. Erkennung. Jetzt machen wir mal alle Haken raus hier. Mal schauen. Wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ich es einfach ausmalen würde, ne? Aber ich will jetzt nicht relocken müssen. Ja, Addon deaktivieren wäre. Klar, das wäre das Einfache, ja? Oder muss ich relocken, weißt du? Und das, na, na. Das machen wir jetzt nicht. Ja. Von 2013. Hast du den aus dem Geschenk gekriegt, ne? So, so hat er den jetzt noch. Ich habe letztens, warte mal, wo ist denn die Heldentat? Ich muss mal was zeigen. Ich habe irgendwo, das müsste irgendwo hier bei, ist das bei Klassisch oder bei Heldentaten drin? Das könnte hier drin sein, oder? Und das. Ah, nee, das ist da auch nicht drin. Auch nicht. Ich habe eine Achievement, was von 2008 ist. 2018 gekriegt, ne? Aber jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo es genau drin ist. Ist hier drin. Ne, das ist was anderes. Das auch. Ne, schade. Ich finde es jetzt nicht. Aber das war irgendwie der Wappenrock der Wettkämpfe oder der Geist der Wettkämpfe oder irgendwie sowas, ne? Der ist eigentlich von 2018 so ein Pet und das Achievement habe ich 2018 gekriegt, weil ich den GM so lange genervt habe, bis er mir das Achievement gegeben hat. Ich hatte, glaube ich, nämlich den Wappenrock, ne? Und aber das Pet irgendwie nicht, weil ich es damals wahrscheinlich weggeschmissen habe oder vielleicht habe ich es auch nicht gemacht. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Das war auf jeden Fall im Burning Crusade, ne? Also schon doch ne gute Ohne Ecke her. Zweifel ist der Kampf Und, Dieser Held und viele weitere aus einer anderen Welt ja, aus kämpfen einer anderen gegen Welt. Und, dann hab ich den GM angequatscht und hab ihm halt erzählt, ja, hier, ich hab doch den Wappenrock, ne, und warum ich das Achievement nicht? Und dann hab ich ihn so lange gequatscht, bis er mir das halt gegeben hat, ne. Und dann ploppt das Achievement auf, ne. Und stelle Die, eure das Banner Ding von auf. 2018, Haben wir 2018 kriegt das? 10 Jahre später. Also ich hatte zumindest, ich hab Dann dieses Event werden damals wir diesen mitgemacht, ne. Codex offen bleiben. Ist das unter Haustiere drin? Ich hoffe, dass ich mein Das Vertrauen in kann das sein. Volk nicht bereuen werde. Nee, das ist nicht in der Sammlung drin. Nee, Schließe nee. ich Da euch ist es nicht drin. an. Das ist Das eine Heldentat. Kämpfen gehört zur Es gibt hier auch außerdem gar Evolution keine des Haustiere Menschen dazu. unter Aber Sammlungen. schön langsam. Das war, ist schon eine Schlagt sie Heldentat auf auf. jeden Lasst Fall. Truppen in die Hände und erobern wir diese Welt für die Allianz. Seid Für ihr die fleißig? Allianz. Gut, So dann. sieht's. Ich Wenn werde ihr die Bäume mal hier. riesige, mordlustige Raben. Ich glaube, das wird eine lange, kalte Nacht. Das glaube ich aber auch. Lange, kalte Nacht. Jojo, machen wir mal an. 30%, lassen wir nicht entgehen. Ich muss mir bloß jetzt die Garnison fertig aufbauen, ne? Dann kann ich mir noch den Trank holen und dann können wir eigentlich loslegen. Dann können wir alles abklappern. Also wenn ihr da noch mitmachen wollt, ne, könnt euch gerne queuen. Wir fliegen halt die Bonus-Objectives und die Bonus-Ziele. Und vor allem die Bonus-Ziele gehen halt mit einer Gruppe wesentlich schneller, ne? Das ist ganz klar. Da könnt ihr euch gerne anmelden, weil Mobs umklopfen, da könnten wir auf jeden Fall Hilfe brauchen. Also es das heißt halt Tela-Leveling und der Ding. Wenn ihr da einen Char habt, könnt ihr gerne mitkommen. Bereit zur Arbeit. Ah, siehst du hier. Das kenne ich nur aus Warcraft genug hier. Ich freu mich schon, wenn jetzt hier die updatete Version, HD-Version hier von Warcraft 3 kommt. Muss ich sagen, da habe ich richtig Bock drauf. Ich muss es mir noch vorbestellen, ne? Gibt es ja auch diesen Fleischmagen, das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Auch nur vergessen bis jetzt. Das muss ich auf jeden Fall noch machen, weil das werde ich dann auch spielen. Und wahrscheinlich werde ich da vielleicht auch sogar im Stream spielen. Muss mal gucken, wie ich es mache. Mal schauen. Müssen wir mal schauen. Zur Arbeit. Muss ich mal, achso, jetzt geben wir erstmal die Quest ab, dann sammeln wir mal eins von den Dingern ein und schauen mal, was das im Vergleich an Dings bringt, ne? An Erfahrung. So im Wir Verhältnis zu dem, warten was man auf fürs eine Level Antwort auf die braucht. Arbeit. Ich
werde heute Nacht ruhig schlafen können, jetzt wo diese riesigen, blutrünstigen Vögel tot sind. Es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ja, machen wir das dann mal. Halt, wo war das Loch? Da. Hier müssen wir rein. Komm her. Mit CDs und allem Support drauf auf den. Muss ich noch da unten dann diese eine Quest machen, sobald die Base steht, und dann bin ich mit Quest durch, ne? Da müssen wir nur noch Sachen zusammensammeln. Nee, keine Ahnung, wo das genau drin ist. Auf jeden Fall ist es dieses Wettkämpfer-Ding. Warte mal, vielleicht finde ich es sogar. Hier, Wappenrock der Wettkämpfe, das habe ich auf jeden Fall schon mal gefunden. Wo ist denn das hier? Hier, aber das habe ich, stolzer Besitzer des Wappenrocks der Wettkämpfe 2008. 2008, ja genau. Aber das Pet, das heißt wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, wie das Pet hieß. Irgendwas auch mit Wettkämpf. Aber, ist ja wurscht, ja. Auf jeden Fall so ein, ich glaube, irgendwie Geisteswettkampf oder irgendwie so. Aber genau weiß ich es nicht. Genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist zu lang her. Was braucht ihr? Zu Befehl. Wir kümmern uns darum. Sag mal, wo war denn jetzt? Der Typ war das, glaube ich, der die Flas. Ah, gut, okay, ich brauche erst Ordensressourcen, ne? Sonst nicht Ordensressourcen, sage ich. Dingsressourcen, ne? Brauche ich. So ein Seigel brauche ich. Gut. Was geht ab? Komm, seid vorsichtig. Wenn diese fahlen Orks keine Hirngespinste sind, wer weiß, welche Macht sie besitzen. Mhm, wer weiß das schon. Ah, gut, da haben wir jetzt schon mal 50 von den Ressourcen, ne? Unten, schau mal, jetzt können wir uns schon, oder? Nee, die kannst du, das kannst du, glaube ich, erst ab 101, ab 91, ja, okay. Aber gut, ich komme wahrscheinlich jetzt eh durch die Questreihe, die ich jetzt noch fertig machen muss hier. Was, jetzt level ich, wo du 100 geworden bist? Ja, das ist natürlich blöd. Ja, das ist natürlich blöd. Ah, ich hole dich schon noch ein. Alles easy. Alles easy. Das ist noch nicht bereit. Was? Jetzt wollen sie mich aus dem PG hier rauskicken? Was soll denn der Käse? Nee. Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht den Leecher King hier kicken. Ja, du kannst halt diese blöde Ding erst, quasi erst einsetzen, diese blöde Flask, wenn du auf 101, oder auf 91 so rum, ne? Dann zählt die leider erst. Da muss ich jetzt ja mal gucken. Aber da hinten, wenn ich das eine zusammensammle, dann müsste ich es eh haben. Ich mir jetzt die Flast noch holen, ne? Und dann noch erholt wäre, boah, dann wird das richtig abgehen mit den ganzen Sachen hier. Warte mal, sehe ich jetzt hier schon so ein Bonus-Ding? 68.000 steht dran, ne? Das ist schon mal einiges. Ach, dieser blöde. Nein, jetzt kommen die ganzen Krebse. Geht's doch weg. Mit Krabben habe ich echt schon eine Phobie. Sagst du Bescheid, wenn ich Hall-Level... Ich würde jetzt prinzipiell sagen, ja, aber... Also ich schreibe jetzt nicht jeden persönlich an, hey du, ich level Horde, sondern ich werde es halt streamen, ja. Also in dem Sinne sage ich Bescheid, ja. Sobald der halt soweit ist, level ich halt Horde, ne. Wahrscheinlich morgen schon. Je nachdem, wie weit wir heute mit dem kommen, aber ich bin zuversichtlich. Also ich bin zuversichtlich, dass ich den heute zumindest auf über 100 bringe. Und dann werde ich eh mit Inversionen leveln und ja, dann werde ich morgen relativ sicher schon mit der Horde anfangen können. Aber wie gesagt, das
Ja, je nachdem, wie weit wir kommen. Okay, das war nicht ganz genug. Was brauche ich denn jetzt noch? Zwei von den Fallen muss ich noch killen. Na gut, da war einer anscheinend vor mir in der Höhle drin, hat hier ausgeräumt, ne? Mal schauen. Naja gut, wenn ich jetzt nur alles abgebe, dann müsste es eigentlich hoffentlich reichen. Weil in der Garnison an sich gibt es ja auch noch einen Haufen Schatzsachen, die man aufmachen muss. Stimmt, dann wäre man sogar schneller, ne? Das könnte man tatsächlich machen, ja. Stimmt, ja. Das ist sogar gar nicht mal so blöd. Tatsächlich gar nicht so blöd. Könnte man noch schneller unterwegs sein. eigentlich eine gute Idee, ja. Jetzt, wo du sagst. Das letzte Mal konnte ich irgendwie nicht alle auf der Qualle mitnehmen, ne? Also. Ging irgendwie nur teilweise. So. Zum Glück werden mir hier die ganzen Schätze wieder angezeigt, ne? Weil die meisten, klar, weiß ich, wo sie sind. Aber hundertprozentig alle auch nicht. Ja, was ist jetzt los? Oh, spackt das Phasing jetzt hier? Okay, ich glaube, das Phasing hat gerade irgendwie gespackt. Dachte mir jetzt gerade schon, mein Internet ist weg. Das war jetzt schon gerade so ein bisschen der Laggy-Moment. Beim Licht ist das eklig. So. Gut, Kaserne einmal hingebastelt. Ja, diese Startquests, ne, die habe ich halt schon 100 Mal gemacht, aber einmal musst du sie halt basteln. Barat. Bewundere mal deine Arbeit. So, jetzt habe ich nämlich auch den Extra-Button. Und wir können jetzt einmal hier den Trank mitnehmen, ne? So, in 2 Minuten können wir, denke ich mal, loslegen. Ich muss jetzt noch die Tusse einmal retten und dann haben wir soweit alles tutti kompletti. Dann können wir eigentlich alles aufsammeln gehen. Eigentlich muss ich aber in der Dings anfangen, ne? In der Garnison. Ah, shit. Hab ich jetzt abgemountet hier. Hey, danke dir fürs Followen. So, das geben wir jetzt noch ab und dann können wir loslegen. Starten wir auch frisch mit dem Trank rein. Ja, dann gibt es schon ordentlich was. Warte, das geben wir hier noch ab. Beobachtet und geht. Ich gehe zur Höhle des Dämons voraus. Wir werden ihn dann gemeinsam gefangen nehmen. Die Mondpriesterin hat ebenfalls eine Bitte. Wo bin ich denn jetzt bei der. Oh, schau mal, ich bin schon fast ehrfürchtiger, wo ich gar nicht großartig gequestet habe, ne? Ja, gut, mit dem Wappenrock, das bringt natürlich einiges. So. Dann ist nämlich die Garnison soweit fertig, ne? Dann habe ich hier. Graumäle wird uns zum Sieg führen. Na komm, ja, ist ja gut jetzt. Dass du das jedes Mal durchklicken musst. So nervig. Okay. Okay. Ne, mit dem sprechen wir jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nämlich alles, was ich hier brauche. Jetzt nehmen wir nur noch die Ressourcen hier mit. Und dann müsste ich mir eigentlich eine zweite Flask kaufen können. Ich hoffe es zumindest. Immer da hinten war doch immer dieses Ei noch, ne? Ja. Ja, die muss ich dann unterwegs reinhauen. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Ah, shit, okay, das reicht. Ja, obwohl, wenn ich aber hier die Runde geflogen bin, dann müsste es eigentlich reichen. Hoffe ich zumindest. Das nehmen wir noch mit. Okay.
Gut, so, und dann können wir jetzt eigentlich auf der Tour loslegen. Ich würde sagen, wir fangen hier oben an. Lass einfach einmal so den Dings rum und dann können wir eh nach Gorgon rüber. Na super, jetzt hänge ich als erstes mal schon mal im Baum. Fängt schon mal gut an. Fängt schon mal gut an. Also ich nehme jetzt quasi die Bonusziele und die Bonus-Objectives alle mit. Das Zeug brauchen wir jetzt mal alles. Und die eine Quest, die kannst du mitnehmen, weil du die eh. Weil du die eh fertig kriegst hier in der Höhle. Mal gucken, was jetzt diese eine Dings hier bringt, ne? Also im. Warte mal, im Ding steht jetzt hier dran 69.000. Mal gucken mit Prozenten, was dann im Endeffekt rumkommt bei. Okay. Ja, mit Kisten geht's aber wesentlich zügiger, das kann ich dir sagen. Also, eigentlich also habe ich schon davor nur Bonus-Objectives und Zeug aufgemacht. Das müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen zügiger gehen. Wenn du in der Gruppe bist, dann ist es halt für diese Bonus-Dinger hier noch ein bisschen besser. Ach so, wir klauen uns gegenseitig die Pilze weg. Das ist aber nicht so nice. Meine Pilze. Meins, meins. Zählen gar nicht für den anderen. Das ist ja blöd. Das ist blöd. Na gut, da müssen wir halt irgendwie gucken. Ich hätte gedacht, dass die auch noch mit reinzählen, weißt du? Da ist nur so ein Mage quasi vor mir. Theoretisch, ach so, ich habe auch noch Bergbau extra mitgenommen gehabt, mal, ne? Hab, glaube ich, jetzt bis jetzt noch gar nichts abgebaut. Aber ein bisschen extra EP ist das auch, ne? Das Zeug, was halt rumliegt, kannst du halt mitnehmen. Was bringt das? Ja, gut, hier. Ohne Erholt-Buff, ne? Immerhin hier 2,8. Das ist ganz okay. Das ist mehr als was ein Mob bringt, ne? Na gut, du klaust dir jetzt halt hier die Pilze weg. Also diese Ding ist halt in der Gruppe doch nicht vorteilhaft. Aber die meisten anderen, wo du halt Mobs töten musst, ne, ist es halt schon besser, wenn du es in der Gruppe machst. Bist halt schneller unterwegs, in der Theorie zumindest. Wobei die spawnen ja zumindest einigermaßen gut macht. Dann geh du da runter, dann gehe ich geradeaus. Mal schauen, was ich jetzt unterm Strich dann durch das Abschließen von dem Bonus-Event krieg, ne? Habe ich jetzt auch drin, die Flask, die bringt ja 20%, der Buff bringt 30% und gut, theoretisch hätte man noch einen Dunkelmond-Buff und einen Event-Buff drauf haben können, ne? Also es wäre so das Maximum, beziehungsweise man hätte auch noch den neuen 10%-Buff, ne? Den hätte man jetzt auch noch holen können, ne? Habe ich mir jetzt nicht rübergeschickt, das mache ich dann vielleicht beim nächsten Char. Schau mal, wir brauchen sogar noch ein paar Fahle, ne? Ein paar von den Mobs muss man noch killen. Oder wir haben einen Dude vergessen, der da oben ist, oder? Warte mal, wo ist denn der? Wir haben da hinten, ja, da hinten habe ich einen Typen vergessen. Scheiße. Den muss ich nur machen. Den muss ich tatsächlich noch. Oh nein. Aber warte mal, ich habe ja Hand der Freiheit. Ja, es gibt ja auch noch den Buff im. Na, sag's mir. Den du, weißt du, kaufen kannst, diesen einen Pot. Jetzt in Boralos oder Ding. Und, warte mal, was habe ich jetzt gekriegt? 140.000 habe ich jetzt bekommen fürs Abschließen. Ja, nicht schlecht. 140.000 ist schon mal einiges. Ja, theoretisch kannst du halt noch 30% draufpacken. Also, wenn du es wirklich das Maximum ausreizen willst, ne? Also, es gibt halt noch einen Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff, aber der ist im Moment nicht. Event ist im Moment auch nicht. Und dann kannst du aber noch den Dings-Buff theoretisch dir holen, aber gut, es wären nochmal 10%, ja. Ja, die Quest und das zusammen hier, ne, war jetzt einiges. 41.000 plus nochmal 28.000. Da kommt schon nicht wenig rum. Ah, wir haben da hinten ein Dings vergessen. Ah, egal. Hier kommen jetzt eh relativ viele Sachen. Da geht's gut ab. Da geht's gut ab. So, das erste ist hier im Hütchen drin.
Ja, lass die Mobs killen, das geht wahrscheinlich schneller, als wenn wir jetzt... Dann, eins war auf der Mauer, auf der Lauer, da oben. Ja, bringt halt jedes Teil hier knappe 20k. Ja, 21k bringen die Sachen. Wenn du überlegst, wenn ich jetzt erholt wäre, dann würde ich für ein Ding 42.000 bekommen, ne? Das ist knapp mehr als 10%. Da müsste ich 10 Teile aufmachen und hab ein Level up. Und du siehst, wie schnell die hier liegen. Gut, jetzt muss ich halt 20 Teile aufmachen. Aber 20 Teile ist hier auch easy. Also für ein Level up, das ist halt echt nicht viel. Die liegen halt, vor allem hier, da liegen ja gleich 4 Stück quasi direkt aufeinander, ne? Also das ist halt schon echt nice, ja? Deswegen, also Dings-Quest ich am allerliebsten. Warte mal, wenn ich jetzt hier so eine Flagge hinbastel, jetzt machen wir mal die kleine Flagge. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich auch. Habe ich jetzt mehr gekriegt? Ich habe, glaube ich, warte mal, jetzt ich habe einen Ticken mehr gekriegt, aber obwohl, eigentlich dürfte es nicht zählen, oder? Testen wir das gleich nochmal beim nächsten Item. Hier hinten ist, glaube ich, noch eins drin. Das... Ne, wo war denn das Item? War das nicht hier in der Höhle? Ah, fuck, das war nicht in der Höhle. Das war oben drauf, ja richtig. Ich bin voll Idiot. Ich hab das ja nicht schon 100.000 Mal gemacht, ne? War anscheinend, das war oben drauf. Ach stimmt, das war in dem See gelegen, ne? Ach, das, ich muss dann aber hinten nochmal testen, ob man wirklich mehr kriegt, weil anscheinend geben die alle relativ gleich viel. Dann stelle ich da hinten mal die Flagge auf. Oh, das hat jetzt das Level abgebracht. Die geedit? Die scheinen da... Ja, ich glaube, wir müssen sie töten, sonst kommen wir nicht aus dem Combat raus. Die backen da auch. Hilft... Ja, schau. Sonst bist du ewig im Kampf. Das sind Buggy-Mobs. Ja, geht ja schnell. Hast du den Albatros? Warte mal, der war für 1000 Dublonen, oder? War das der? Warte mal, ich stelle jetzt hier in der Mitte mal die Flagge. Hier sind 5 Dinger, ziemlich nah. Ah ne, ich kann die Flagge nicht stellen. 13 Sekunden. Warte mal, ich mache jetzt mal eins auf. Und zwar, dass das am weitesten hinten ist. Das mache ich jetzt mal auf hier. Und dann schauen wir mal, wie viel EP ich jetzt brauche. Oder wie viel EP ich jetzt hier kriege. 21.525 EP ist das jetzt. Stelle ich die Flagge mal hier irgendwo in die Mitte rein, ne, und schau mal. Hier, das müsste ja jetzt eigentlich weit genug gehen, dass ich alle abdecke, ne. Die jetzt hier sind, 100 Meter sind das. So, jetzt schauen wir mal, ob ich mehr kriege, weil 15% müsstest du eigentlich schon merken. Buff ist noch drauf. 23, ja, der Buff zählt. Oh mein Gott, du kannst halt mit den Flaggen die EP von den komischen Bonus-Objectives erhöhen. Bonus-Objectives kannst du halt erhöhen. LOL, das wusste ich auch noch nicht, ne? Weil die Bonus-Objectives, die zählen wie Mobs, komischerweise. Ja, wo ist denn das Ding jetzt? Warte mal, das ist da hinten, hier. Warte mal, ist meine Flagge weg? Wo ist denn die Flagge? Die habe ich doch hier hinten aufgestellt. Haben die Flagge gekillt? Warum ist denn die weg? Weil jetzt habe ich gerade wieder weniger gekriegt, aber ich sehe auch gerade, dass mein Flaggenbuff weg ist. Oh mein Gott. Irgendwas hat meine Flagge umgenutzt. Aber es zählt auf jeden Fall, ne? Es wusste ich auch nicht. Ich wusste zwar immer schon, dass die Flaggen halt mehr Mob-EP bringen, ne? Aber ich habe das irgendwie nie so ganz, ne? Okay, aber das ist gut zu wissen. Da kann man halt immer noch ein bisschen was extra rausholen, ne? Was, welche Mods die Schätze anzeigt, das ist Handy Notes und dann Draino Treasures. Das sind zwei Addons, ne? Handy Notes ist das Grund-Addon quasi und Draino Treasures ist dann quasi die Erweiterung hierfür, weil für Handy Notes gibt es etwa
ja, 10.000 Unter-Addons für allen möglichen Scheiß. Du kannst dir jeden Scheiß auf der Karte anschauen, anzeigen lassen. Aber wenn du alle dir, alle Handy-Notes holst, ne, mach das bloß nicht. Dann kennst du nämlich nichts mehr von der Map und dann hast du... Ah, warte mal, da oben haben wir eins vergessen. Dann hast du nämlich so viele Symbole. Warte, ich kann dir das mal in Legion zeigen. Warte mal, wo haben wir es? Hier, naja, gut, ich hab's mit dem jetzt gar nicht an, aber mit meinem anderen Account hatte ich's angehabt und dann siehst du nichts mehr. Also große Pet-Battle-Symbole auf der Karte und lauter so ein Scheiß, also man muss da auch selektieren. Alles an. Viel ist nicht immer gut, ja. Aber hier in Draenor habe ich's an, weil dann siehst du hier die ganzen Typen, ne? Die Rares siehst du auch und so, also das ist ganz praktisch. Genau, also Ding ist auf jeden Fall gut. Handy-Notes. Es gibt auch für die BFA-Rares und sowas, dann siehst du auch den Loot und alles. Wobei ich jetzt für die Dunkelküste ein anderes Addon hatte, weil da Handy-Notes am Anfang noch nichts hatte. Ne? Also da habe ich jetzt auf ein anderes Mal zurückgegriffen, einfach weil ein anderer Addon-Entwickler schneller war. Ja? Und ich habe mir jetzt an das andere auch gewöhnt, deswegen lasse ich das jetzt für den Content, steigt da nicht mehr um. Aber sonst kann ich Handy-Notes immer empfehlen, auf jeden Fall. Oh, aufgewertet, epic. Schauen wir, dass wir hier aus dem Laden schnell rauskommen. Dann versuche ich da hinten nochmal mit der Flagge das zu machen. Das Bonus-Event wird es ja nicht zählen, oder? Oder? Schauen wir mal. Aber nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es fürs Bonus-Event zählt. Was soll denn das bringen jetzt? Ja gut, es steht immer 69. Lass mal erst die Mobs umklopfen fürs Bonus-Event. Und dann die Sachen looten. Mal gucken, vielleicht zählt die Flagge ja irgendwie rein. Oh, die Mobs. Ah, warte mal, die durfte man ja nicht zusammenziehen, weil die ziemlich gut reinhauen. Ein bisschen gegenhauen. Hab schon meine Typen hier gerufen, ne? Das kann ich nicht angreifen. Alles gezogen, was ich hab. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Ach, die pullen hier jetzt nur. Ich habe kein Ziel. Was brauchen wir denn jetzt noch? Wir brauchen diese Dings, diese Zahntypen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich stelle da hinten jetzt einfach meine Flagge rein und schau mal. Obwohl die epische, aber die blaue kann ich reinstellen. Blau ist wieder ready. Aber lass erstmal die Elefanten noch killen, vielleicht zählt die Flagge ja auch für das Ding. Hier, die brauchen wir noch. Ein Geist und ein Elefanten. Das kann ich nicht angreifen. Da hinten ist noch ein Elefant. Fuck, das sind viele Elefanten. Da müssen wir nur noch einen Geist. Den können wir dann in der Mitte machen. Den mache ich dann aber, wenn ich die Flagge reingesteckt habe. Dann können wir mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na komm, lass mich aus dem Combat. So, jetzt können wir die ganzen Sachen mal abfliegen. Stecke ich da oben bloß meine Flagge mal rein. Dann lass mal noch einen Geist gleich killen. Hier oder so, da kriege ich auf jeden Fall zumindest die drei. Ja, ich kriege auf jeden Fall mehr EP, ne? Das sind dann nicht mehr die 21k. Das ist schick, ja. Kann man auch nochmal ein bisschen erhöhen. Kann man noch mehr rausholen. Also klar, es ist nicht bei jedem Schatz, ne? Aber zumindest. Hier haben wir noch einen Geist. In Flaggenrange bin ich. Aber die, also jetzt auf die World Quest dürfte es keinen Einfluss haben. Ausfluss, hätte ich jetzt was gesagt. Was habe ich jetzt gekriegt? 143k, nee. Das sind etwa genauso viel, wie ich vorhin gekriegt habe. Naja. Also da hat es keine Auswirkungen. Aber ich bin gleich wieder Level up.
Und Level Up 93. Die erste halbe Stunde habe ich jetzt mit Herfliegen und Garni vergeudet. Jetzt in den paar Minuten schon richtig, jetzt schon drei Level hochgeballert, also das geht auf jeden Fall ab. Ja, ihr müsst auf Twitch gehen, hatte ich jetzt vorhin schon ein, zwei Mal gesagt, weil YouTube irgendwie rumspackt. Das liegt leider an YouTube, nicht bei mir am Stream. Weil auf Twitch läuft alles und das ist der gleiche Kanal, wo ich es hochschicke, weißt du? Also liegt das leider anscheinend an YouTube. Da kann ich leider nichts machen dran. Komm. Komm her, du Gammelmob. Wenn ihr noch einsteigen wollt, könnt ihr auch gerne hier einsteigen oder beim nächsten Gebiet, ne? Umso mehr wir in der Gruppe sind, umso schneller sind die Bonusziele eigentlich im Grunde gemacht. Das kann ich nicht angreifen. Schauen wir mal, wie weit ich vom Level hier noch in der Zone komme. Jetzt bin ich schon 93, obwohl ich nicht mal erholt war. Und erholt bringt dir eigentlich extrem viel, ne? Weil wie gesagt, du kriegst halt genau das Doppelte an der LP, solange deine Erholt-Bike noch geht. Jetzt habe ich erstmal den Teil hier abgeflogen und habe halt schon drei Level quasi ab, ne? Du musst eigentlich gucken, dass du auf 92 kommst, dann kannst du nämlich Gorgrond anfangen. Ja, sage ja. YouTube ist halt... ist echt dahinterher. Gut, was ich jetzt halt gesagt habe, lest ihr halt auch erst dann in einer Viertelstunde, gefühlt. Das ist halt das Problem jetzt an der Geschichte. Ich brauche ein Ziel. Ja, ich glaube das Ei, das war es glaube ich gar nicht wert, darüber zu fliegen. Hast du irgend so einen Gammelmob oder war das drüben? Ist mich gerade überlegen, wo das jetzt nochmal war. Da müssen wir einmal ins Wasser rein. Einmal abtauchen. Ach ja, das ist halt so ein angenehmes Level, weißt du? Da musst du halt nicht viel machen. Musst dich nicht über irgendwelche Heiler in Instanzen aufregen. Das ist schick. Ja, das Baumding, das war, glaube ich, wertlos. Das Bonusziel kannst du da halt machen. Ja. Bin ich mir nicht sicher, ob wir das überhaupt brauchen. Fliegen wir trotzdem mal hin. Was wir haben, das haben wir. Was haben wir noch? Hier haben wir jetzt noch ein Bonusziel. Hier war noch eins und sonst ist immer, glaube ich... Moment. Nee, da war, glaube ich, nichts mehr. Oder? Nee, zwei waren es hier, glaube ich, noch. Zwei Stück. Den habe ich nie gefunden. Das sehen wir, die gerade aufgesammelt haben oder den anderen jetzt hier hinter? Da ist halt noch so ein Boss mit drin, ne? Da muss man ein bisschen gucken, aber den willst du nicht machen, weil der hat arsch viel Life und das lohnt sich eigentlich nicht, den umzuboxen. Also er bringt halt kaum EP. Ja gut, außer den haut halt jemand anderer gerade lau. Sollen wir dem helfen, den Typen? Naja, komm, der Mob ist fast down, helfen wir dem halt. Emolf. Naja, 13k EP hat er gebracht, hat sich gelohnt, dem zu helfen. So, das hier bringt nämlich keine EP, das habe ich schon getestet, das kannst du komplett vergessen, ne? Das kannst du vergessen, aber das Bonusziel bringt EP und das können wir machen. Da müssen wir nämlich hier diese Eier holen, dann die Typen killen und den Boss, ne? Das können wir fix machen, wenn wir so ein bisschen aufteilen, dann ist das easy. Easy peasy. Da haben wir halt wieder 140k oder sowas oder 150k wahrscheinlich jetzt mittlerweile. Das ist halt, ja, ein Drittel Level in etwa. Was du da kriegst. Und das lohnt sich. Ich hoffe, die Eier zählen für jeden. Ich hoffe, die zählen für dich mit. Die Eier.
Also den Ding brauchst du hier gar nicht aufmachen, das bringt keine EP, ne? Wenn du jetzt hier drauf drückst, dann machst du dieses komische Baum-Event und das bringt nichts. Ein paar Mal getestet, das mache ich mittlerweile schon gar nicht mehr. Also wir müssen hier die... Den Boss müssen wir töten. Einfach alle Mobs umboxen, die nicht bei 3 auf dem Baum sind. Und den Boss müssen wir da hinten halt machen, ne? Und dann können wir halt hier... Oh fuck, jetzt habe ich die Motte gepullt. Das wollen wir nicht. Blöden Eierschalen, die du da looten musst. Aber die Eier verschwinden zum Glück wenigstens nicht. Also die kann jeder looten, das ist ganz gut. Also, das hätten sie halt auch machen können, dass es in der Gruppe zählt. Willst du das denn? Das wäre schon ein bisschen viel, glaube ich. Genau, den Boss brauchen wir einmal. Warte mal, du kannst auch hier mal diese Bonustypen rufen, ne? Die erledigen dann eigentlich immer hier ganz gut was. Na, siehst du, die haben ja schon ein bisschen reingerockt. Jetzt sind wir noch in Combat, ne? Jetzt haben die wahrscheinlich noch irgendwas an. Ach, die haben so eine Phasenbestie noch geaddet. Die greifen alles an, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Hi, hey, grüß dich. Ja, gut, du wirst meine Antwort halt auch erst in der Viertelstunde hören, ne? Delay sei Dank. Oh, fuck it, da kommen sie. Kommt. Ach, haben die jetzt auch noch so einen kleinen Scheiß hier noch rangeholt? Na, schöne Scheiße. So, Eier kann ich noch brauchen. Wir brauchen mehr Eier. Dings brauche ich jetzt schon gar nicht mehr hier. Na, 4 Eier brauche ich nur. Na gut. Na gut. Nee, wenn ich drüber fahre, sehe ich gar nicht, wie viele Eier du schon hast. Bist du schon fertig mit dem Zeug? Irgendwie. Ach so, bei 11 bist du. Okay, passt. Ja. Dann hau ich jetzt nur. Ich habe jetzt die Eier fertig. Warte mal, dann lass nur einen von diesen Geistern umboxen und dann können wir weiter. Ja gut, hier, wenn hier nur einer wäre, ne? Ah, schau, da ist noch einer. Ich habe kein Ziel. Ja, 144k kriegen wir jetzt schon mal. Ja, noch mal ein bisschen mehr. So. Ich würde sagen, nehmen wir die Dinger noch mit, dann können wir hinten die 2 noch machen. Und dann hier den Rest dann nach oben. Dann nach oben. Achso, warum hast denn du mehr gekriegt? Aber du bist auf. Ah ne, du bist 94. Ja, okay, dann kriegst du dann mehr. Das, ja. Ticken mehr kriegst du, ja. Beiden Dinger noch. Ja, lass die beiden Dinger nehmen, dann runterfliegen. Das können wir dann beim Rückweg mitnehmen. Dann lass es so machen. Warte mal, hier ist noch ein Säckchen. Fuck, ich habe den Netherraum irgendwie geedit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. 500 EP, was wir da noch gekriegt haben. Ja, jetzt bin ich dann wahrscheinlich gleich wieder Level up. Da unten ist das Ei, das brauchen wir.
Also ein Level komme ich auf jeden Fall nur ab, wahrscheinlich sogar eineinhalb, ne? Wir haben nur ein Bonusziel. Was? Bin ich jetzt nicht... Ja, lass mal dahinter fliegen und dann hier das Bonusziel. Was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Teile haben wir noch. Gut. Das ist doch noch einiges. Das sind 2, 8 und ein paar zerquetschte, ne? Plus 1, 4. Na gut, das reicht sogar dann knapp für noch ein Level ab, ne? Na gut, das muss ich noch verändern. Ja, ganz wird's nicht reichen. Vielleicht, wenn man noch ein paar so kleine Mobs mitmacht. Also, wenn man jetzt hier noch alles einmal mitnimmt. Das wäre schon krass, ne? Wenn ich dann fast auf 95 durch ein Gebiet komme, das ist dann halt schon übel. Jetzt überleg mal, wenn ich jetzt noch erholt gewesen wäre, dann hätte ich jetzt einen Sack zugemacht, ne? Weil dann kriegst du genau das Doppelte. Naja, gut, nicht ganz, weil du für die Bonusziele kriegst du nicht das Doppelte, aber zumindest für die Sachen. Also, das ist krass. Das ist krass. Gut, die Quest kannst du ja noch mitnehmen, ne? Das auf jeden Fall. Tomix, warum kommst du denn jetzt mit Russisch, ne? Willst du jetzt mit deinen Fremdsprachen angeben? Falsche, ach so, falsche Tastatur. Warte mal, hast du mit Russisch hier kyrillischen Buchstaben rumgetrollt oder hast du da so einen Hintergrund, dass du das schreibst mit anderen Leuten? Wahrscheinlich höchstpersönlich von Putin eingesetzt hier. Achso, du wirst es ja eh erst in einer Viertelstunde. Ja, gut. Eigentlich soll ich den YouTube-Stream ausmachen. Das verwirrt, glaube ich, die Leute nur, wenn ich dann nicht gar nicht auf sie eingehe. So, da sind wir Level up. Mal gucken, wie viel jetzt noch Multikulti hier. Ja, du. Definitiv, ja. Der Wormut-Bonus, der bringt einiges. So, die Quest können wir jetzt noch mitnehmen und jetzt müssen wir hier Viecher umhauen. Und zwar, ja, eigentlich alles, was hier rumläuft. Ich glaube, für die andere Quest brauchen wir halt die Elex hier, ne? Also für die Quest brauchst du die Elex und fürs... Obwohl, lohnt sich die Quest überhaupt? Weiß jetzt gar nicht. Musst du halt hier dieses... Obwohl, da kommt relativ viel raus, ne? Da kommt tatsächlich relativ viel raus. Du brauchst ja nur 100 Stück. Ja gut, okay, das reicht ja easy. Das reicht ja easy, okay. Hier, aber... Achso, jetzt war ich nicht in dem Linksgebiet drin. Haben die jetzt... Ich glaube, die haben jetzt nicht für mich gezählt. Ne, ich glaube, wir sollten zusammen rumlaufen. Lass mal zusammen... Ja, ich weiß halt nicht, ob sich das mit den Elex so rentiert. Du brauchst halt 1000. Ich dachte, du brauchst 100 Fleisch, aber nein, du brauchst 1000 Fleisch. Ey, warum könnt ihr hier fliegen? Weil wir coole Dudes sind. Was ein Typ. Frag mich, warum wir hier fliegen können. Magie, ja? It's Magic. Ich bin Mr. T, der Hacker, weißt du?
Da hinten sind immer relativ viele hier an dem Dings, da können wir mal hingucken. Da hast du eigentlich immer, ja, siehst du. Da musst du bloß gucken, dass du hier auf dem Dings bleibst. Sonst Ich zählt das glaube, immer das wird nicht. heute. Die musst du bloß da, schau, weil hier ist das Bonusziel. Du musst da reinkommen, musst du hier hinlaufen, sonst zählt das nicht, wenn du sie da draußen killst. Okay, jetzt brauchen wir noch ein paar von den Pürschern und ein paar Elex. Die Vögel brauchen wir gar nicht mehr. Ja, von den anderen gibt es eh zu wenig irgendwie gefühlt. Ah, ich weiß nicht, wenn die Bonusziele zu lang dauern, dann ist es halt so, ob sich's halt rentiert. Ne? Beim anderen Zeug musst du halt nur hinfliegen und aufklauben und hier musst du halt doch ein bisschen mehr basteln. Warte mal, lohnt sich diese Ele-Quest überhaupt 29k? Ich glaub, die Ele-Quest lassen wir sein, oder? Das kannst du knicken. Das bringt halt fast nichts. Brauchen jetzt nur so einen Pirscher. Bringt halt nicht viel mehr als so ein Teil zum Aufmachen. Meine Herren, hier sind. Das hatte ich ja hier noch nie. Das sind wirklich alle Mobs tot, ne? Tutti kompletti. Ah, schau mal. Nein, der Mage klaut uns die Pirscher. Boah, nice, ich hab ihn noch gekriegt. Alter, oben. Okay. 145.000. Okay, jetzt lass die Bonussachen aufmachen. Die eine Quest, scheiß drauf, ganz ehrlich. Die bringt viel zu wenig im Verhältnis, die ich gar nicht annehmen sollen. Dann lass jetzt quasi so die Runde einmal machen, so irgendwie. Mal gucken, wie weit ich noch komme. Jetzt bin ich schon wieder bei 175k von 441, ne? Das ist schon ordentlich. Achso, ich wollte ja meine Flaggen immer aufstellen, ne? Ich vergaß, ne? Jetzt, wenn dann wieder zwei, drei beieinander sind, ein bisschen was bringt's zumindest. Weil so, schau mal, das ist halt. Das eine bringt 128 und das ist 121 und das ist halt ein Klick. Beim anderen müssten wir jetzt nochmal 10.000 Elix töten, zumindest gefühlt. Das rentiert sich eigentlich nicht. Auch die Bonusziele sind halt so eine Sache, wenn die zu lang dauern im Verhältnis, ne? Weil du hast. Weitaus genug an Bonus-Objectives, dass du easy hinkommst. Und den müssen wir auf jeden Fall wegmachen, den Aal, oder? Muss halt immer gucken, ob sie es vom Verhältnis her rentieren würde. Warte mal, eigentlich können wir gleich schon ins Mount anmachen. Dann kannst du nämlich oben gleich fliegen, sobald du hochkommst. Sonst hast du dann immer das Problem, wenn du so ein Aal addest, kannst du nicht mehr aufmounten. Schau, das meine ich mit diesen großen Pet-Battle-Dingern. Das ist total nervig, ja. Da muss man ein bisschen gucken. Gut, das haben wir jetzt nur 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, ne? 9 Stück haben wir noch. Aber ich glaube, das hier hat wenig EP gebracht. Es gab manche, die buggen dann immer. Naja, siehst du, 2800. Gibt manche, die buggen. Hier zum Glück weniger als sag's mir, als in MOP. Da buggen irgendwie ziemlich viele. MOP ist Buggyland quasi. Naja, ganz Level up werde ich hier nicht mehr kommen, so wie es scheint. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich die eine Quest noch fertig machen müssen und. So, jetzt mal schauen, wie weit ich komme hier. Ah, okay, ich bin nicht sonderlich weit gekommen. Hier muss man nämlich ein bisschen Movement beweisen. Ein bisschen Jump in Dings. Oh, mein Zwerg ist natürlich so klein, ne? Der kommt da natürlich jetzt nicht so gut hoch. Na komm, Zwerg! Okay. Da musst du nämlich einmal nach oben. Und dann kannst du das Ding hier looten. Move and Speed bringt dafür echt was, ne? Und manchmal auch die Größe. Manchmal kommt es auf die Größe an, tatsächlich. Glaube ich, outrun die Mobs.
Weil hier kommen keine Mobs mehr, da kannst du eigentlich durchrennen. Wenn du einen Damage, dann immer den letzten. Weil das ist der, der am längsten da bleibt. Ach so, du bist gar nicht in Combat gekommen, weil ich hier die Mobs alle weggezogen habe. Jetzt schauen wir mal, dass ich aus dem Combat... den hätte ich jetzt eigentlich auch töten können, ne? Ach. Es wäre schneller gegangen, wenn ich ihn getötet habe. Jetzt zieh es durch. Holzwege zu Ende gehen. Ach du heilige Scheiße, wann resettet der denn? Okay, haben wir resettet. Ein paar Mobs haben wir noch. Ja, ein bisschen über 100.000 brauche ich noch, ne? Das sind jetzt noch, ja, 6 Dinger würde ich jetzt noch brauchen. 5 habe ich noch rumflacken. Fuck, wenn ich die Quest gemacht hätte, hätte es halt gereicht, ne? blöd gelaufen. Hätte ich ja sogar fast nur auf 95 machen können. Ja, ich bin auf jeden Fall wesentlich höher gekommen als die anderen Male, wo ich hier gelevelt habe. Und da habe ich ja erst immer angefangen nach der Garnison, ne? Also, da habe ich ja quasi... erst immer mit dem ganzen Shit losgelegt, wo die Garnison schon finito war. Oder auf dieses ganze Reisen und so, das habe ich ja immer dann nicht mitgenommen. Gut, ein bisschen EP kriege ich so durch Erkunden hier noch, ja. Da gibt es auch ein bisschen was zumindest. So. Dann nehmen wir das bei den Knochen noch mit. Ja, das ist in der Höhle und das war da im See geflackt. Ja, die kenne ich. Knochen. Da pulst du immer die Wölfe eigentlich, ja. Wusste ich's doch. Dreckige Viecher. Die kommen immer. Naja. Die dreckigen Wölfe. Da könnte ich jetzt eigentlich meine Flagge irgendwo reinstecken. Klingt jetzt irgendwie pervers, aber ich rede hier von den Dingsflaggen, ne? Die EP-Flaggen. Komm, das basteln wir jetzt mal hier rein. EP-Flagge. Jetzt nehmen wir erstmal das in der Höhle mit. Ah, da pullen wir jetzt den ganzen Käse da drin. Ich habe kein Ziel. Sollen sich meine Viecher mal drum kümmern? Ja, jetzt muss ich es mir wegklicken, weil sonst pullen die hier den ganzen Laden. Das heißt, da wirst du auch leicht im Combat ich hab's mir gar nicht weggeklickt. Habe ich was anderes weggeklickt? So, jetzt hoffe ich, dass die Flagge hier bis dahinter geht. Ich muss näher heran. Nein! Jetzt ist sie weg! Die ist bis da... Oh mein Gott, ist das schlecht. Ich habe sie genauso gestellt, dass sie gerade nicht bis hier hingeht. So, und jetzt holen wir uns das letzte Ding da oben noch, was wir vergessen haben. Und dann schaffen wir gerade so das Level up nicht. Jo, Fainty, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Das Multitasking, immer. Immer. Schade. Knapp haben wir das Ziel dann verfehlt, ne? Das eine jetzt noch hol. Also ich krieg da jetzt 23... wie viel brauche ich jetzt noch? Ich brauche dann... 24k. Ne, 24k kriege ich nicht. Ich krieg 21 und ein paar zerquetschte. Welches Gebiet next? Hier, Dingsterbumster... wie heißt's? Oben Gorgrond ist dann das nächste Gebiet. Da machen wir aber auch wieder die Anfangsquests mit, weil dann kriegen wir diesen komischen Roboter und der ist ganz praktisch bei den Bonuszielen zum Mitnehmen. Dieser Gegenstand legt noch auf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der Bonusziele-Roboter. Ah doch, es hat gereicht, weil wir die Mobs noch gekillt haben. 95. Siehst du an. 5 Level jetzt in der Folge gemacht, obwohl ich das mit dem Fliegen drin hatte. Ein Gebiet, Hälfte schon durchgeballert. Nice. Gut, mit der Stunde sind wir auch ziemlich genau hingekommen. Ja gut, dann gibt es nicht mehr so viel für mich zu sagen. Mir hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns gerne in der nächsten Episode. Da werden wir uns jetzt nach Gorgrond bewegen. Und ja, wenn ihr Bock habt, schaltet wieder ein. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.